Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute gibt es wieder den Arena Manager, zumindest die Angebote, die dort vorhanden sind. Denn ich habe, ja, der Fahnenhändler ist nur 8 Minuten da und ich zeige euch mal die Angebote. Eigentlich wollte ich heute kein Video dazu aufnehmen zum Arena Manager, aber jetzt habe ich es doch gemacht. Das Video seht ihr immer einen Tag verzögert. Also bei mir ist heute der 1.10., wo ich aufnehme, morgens gleich. Also es kommt immer einen Tag später dann mein Fortschritt. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch hier auf dem Server sehr unzufrieden. Und ja, das Angebot, was mir jetzt hier vom fahrenden Händler unterbreitet worden ist, zeigt mir nochmal so ein klares, deutliches Zeichen, ja, von du erreichst hier auf dem Server erstmal nicht so schnell was. Genau, ja. Und zwar haben wir einmal den 3-Tage-Timeskip, den 7-Tage-Timeskip und den 24-Stunden-Timeskip. Das gleiche, was der Lieutenant auch schon mal hatte und auch schon ein Video drüber gemacht hatte. Die Auswahl ist da wirklich exorbitant groß auf jeden Fall. Wer wäre der 7-Tage-Timeskip nicht dabei? Dann hätte ich mich auf jeden Fall sehr drüber echauffiert, aber so muss ich sagen, ist es noch ganz okay. Die 7 Tage ist gut, aber da kann man mal wirklich sehen, wie RNG random das Teil hier sein kann und ja, dass man auch mal wirklich, keine Ahnung, Angebote bekommen kann, die man eigentlich gar nicht so wirklich, ja, braucht, sag ich mal, ne? Und ja, ich nehme jetzt mal die 7 Tage an. Wir reisen wieder 7 Tage in die Zukunft, denn auf den anderen Servern ist der fahrende Händler auch nur noch 7 Minuten da oder so. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen ranhalten. Und wir kaufen den. So, und haben jetzt hier auch 464 Runen zum Opfern, 6 Billionen auf der Tasche und 63 Runen hatten wir ja schon davor gehabt. So, jetzt ist das Ding. Würden wir quasi, ja, was würde sich jetzt am meisten lohnen? Ich glaube, die Falle, die könnten wir auf 250 ziehen. Ich glaube, das lohnt sich, denke ich mal, noch mit am meisten. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Getränkestand noch so anstellen können. Wir machen erstmal hier auf 100 und dann gucken wir mal, ob wir das Ding auf 25 hochziehen können. Auf 250. Das funktioniert. Das ist sehr nice. Jetzt produzieren wir 1,9 Millionen. Das ist schon mal sehr gut und haben immer noch 3,3 Billionen auf Tasche. Und gucken mal, ob wir das Ding vielleicht gleich auf 100 hochziehen können. Aber bevor wir das machen, gucken wir erstmal auf den anderen Server. Hier müssen wir noch schnell das Angebot annehmen. Hier haben wir einmal die Falle Speed Boost. Dann haben wir die Falle als Money Boost und einmal den Speed Boost für die Getränke, was hier unten erst ist, ja. Lohnt sich alles für mich noch nicht so wirklich. Ich hätte lieber tatsächlich einen VIP-Platz oder Popcorn. Falle ist schon so ein bisschen, schon so ein bisschen sehr weit weg, obwohl nach dem Reset sollte es auf dem Server ganz gut laufen, wenn wir hier, sag ich mal, die 250 voll haben mit einem Speedboost. Ja, machen wir das mal. Speedboost ist, denke ich mal, besser hier für die Falle. So, noch ka kaufe ich die Angebote hier. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das durchziehen werde. Und ja, aber erstmal wird das hier weiter gekauft. Ich kann euch noch mal ganz kurz zeigen, was ich hier habe auf dem Free-to-Play-Account. Einmal Speedboost für den Sitzplatz, Speedboost für die Falle und einmal Speedboost für den Popcorn-Stand. Ist immer ganz schön zu sehen, wenn man ein paar mehr Server spielt, dass man da dann auch die Auswahl vom Händler so ein bisschen gezeigt bekommt und ja, wie das Ganze so aussehen kann. So, gut, das lasse ich jetzt natürlich jetzt wie gewohnt immer erstmal weiterlaufen, solange ich auf Arbeit bin. Dann kann das hier ein bisschen Money generieren. Und ja, also wir haben die ersten paar hier auf 250. Das ist schon mal sehr cool auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, die Getränke auf 100 hochziehen. Ich meine, mehr bleibt uns eigentlich nicht übrig, würde ich mal so sagen. Obwohl, guck mal, das kostet hier schon 159 Millionen. Das kostet hier noch, ach, das ist schon im Billionenbereich. Okay, alles klar. Hier ist auch noch Millionen. Okay, das ist alles so teuer. Man könnte sich überlegen, ob man hier irgendwas auf 500 hochzieht, aber erstmal die Frage, ob ich das schaffe, weiß ich nicht genau. Und ob sich das dann auch so rentiert, weiß ich auch nicht. Ich würde erstmal gucken, wie weit wir hier mit den Getränken kommen. Weil das lohnt sich hier momentan noch nicht wirklich. So. Zack, da haben wir das erstmal auf 100. Alle 12 Minuten eine Million bringt das hier auch. Und dann haben wir immer noch 2,9 Billionen auf Tasche. Dann können wir überlegen, die tödliche Falle zu holen. Ob das so ratsam ist, weiß ich nicht genau. Ob sich das schon so lohnt. Weil wir haben ja auch die Getränke erst auf 100. Ja, aber ich meine, das ist eine zusätzliche Einkommensquelle, ne? Das könnte man immer noch mal ganz gut gebrauchen.
Ja, ist die Frage. Hätte ich jetzt hier einen Doppelboost auf dem VIP-Parkplatz, dann würde ich, glaube ich, das hier auf 500 ausbauen. Sitzplatz lohnt sich meines Erachtens nicht so wirklich. Damit zwar mit Doppelboost drauf, aber ich weiß nicht, ob es das so bringt. Ich würde auch, glaube ich, mal ganz gerne die tödliche Falle sehen wollen, was die so einbringt. Komm, zu Testzwecken machen wir es einfach mal. Haben das hier schon 25 Mal gekauft. Jetzt haben wir es auf 50. Jetzt haben wir nur noch 86 Millionen. Das hat gerade so gereicht. Und die bringt ja 792k alle 23 Minuten. Das ist noch nicht so viel. Aber es ist auf jeden Fall eine Einkommensquelle. Besser als nichts. Dann würde ich sagen, stecken wir den Rest hier mal in. Ja, wo stecken wir das rein? Hier in den Sitzplatz erstmal. Hätte gut sein können, dass wir den auch auf 500 hochziehen hätten können, aber ich weiß nicht, ob sich das so rentiert hätte. Wahrscheinlich schon, könnte sein. So, jetzt bin ich ja erstmal dann 10 Stunden nicht mehr zu Hause, lassen wir das weiter durchlaufen und dann gucken wir mal, was das Ganze so denn gebracht hat in der Zeit. Ja, durch den kleinen Boost holen wir jetzt zumindest so ein bisschen auf zu den anderen Servern. Ich würde tatsächlich gerne. Obwohl, nee, ich lasse das. Jetzt lohnt sich hier nichts mehr weiter großartig auf irgendwas zu sparen, weil das sind Summen, die sind schon zu weit weg. Das kann man sich alles nicht wirklich leisten. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, ratsam, wenn man das denn auch direkt weiter ausbauen würde. Also direkt opfern und dann zack, nächster Try. Aber ja, genau, dadurch, dass ich ja jetzt erstmal nicht da bin, kann ich das ja durchlaufen lassen. Generiert das ein bisschen die Zeit über mit einem ganz guten Bonus, denke ich mal. So, ja, und auf den anderen Servern sieht es natürlich immer noch besser aus. So, hier sieht es, glaube ich, am besten aus, gefolgt von meinem Free-to-Play-Account, wo es auch deutlich besser aussieht als auf meinem Account, wo ich es wirklich hätte haben wollen. So, ne? Aber so ist das nun mal. So, ziehen wir das hier weiter hoch und hier sind wir auch kurz davor, das auf 250 zu ziehen. Und dann bin ich auf jeden Fall auch zufrieden, wenn wir das erreicht haben, dann kann ich auch beruhigt, denn. Ja, los pilgern denn und das hier nebenbei dann weiter laufen lassen. Gut, okay. Ja, aber das war es dann erstmal soweit, würde ich sagen. Ich wollte euch auf jeden Fall mal dieses tolle Angebot zeigen und wie es aussehen kann. Meine Frage, hattet ihr das auch schon mal so? Also bei Lieutenant weiß ich, klar, der hatte das schon mal gehabt, weil er das ja auch gezeigt hat. Aber das sind halt echt, ja, ich weiß nicht, was das für ein Zufall ist oder so. Anscheinend nicht so groß, weil sonst hätten nicht schon zwei Leute das gehabt. Ja, würde ich mal davon ausgehen. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall, wie weit ihr beim Dings seid hier, beim Arena Manager. Wie gesagt, bei mir ist das immer ein Tag so zeitversetzt, wenn das Video hier erscheint, weil ich das immer, ja, einen Tag vorher zur Mittagszeit aufnehme und nächsten Tag erst zur Mittagszeit raushaue. Deswegen bin ich eigentlich schon weiter, als ich im Video bin, aber so ist das eigentlich die ganze Zeit bei mir. Also ich nehme immer ein Video einen Tag vorher auf und dann lade ich es am nächsten Tag eigentlich hoch. So im Normalfall. Kann auch mal sein, dass sich irgendein Video ein bisschen länger aufstaut. Ja, kommt jetzt auch bald eins online und ja, aber das ist dann doch eher die Ausnahme. Die meisten Videos sind immer einen Tag zeitverzögert. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.